Hi, mein Name ist Thomas Foster und mit meiner Produktionsfirma Foster Kent haben wir das neue Audio-Design, also die Jingles für SWR 3 gemacht. Mit 3,8 Millionen Hörer ist SWR 3 der erfolgreichste Radiosender Deutschlands. In diesem Video zeige ich euch, wie wir den neuen Morning Opener produziert haben. Zunächst haben wir mal zwei coole Samples für die Bassdrum und die Snare gesucht. In dem Audioprogramm Ableton Live gibt es die sogenannte Piano-Rolle, in der wir eine simple Rhythmik für diese zwei Sounds gefunden haben. Als nächstes haben wir einen Clap-Sound genommen und den auf die Snare draufgelegt. Dann haben wir sogenannte Top-Loops ausgewählt, also fertige Drum-Beats, die wir gefiltert und dann leise dazu gemischt haben, um die Drums noch fetter klingen zu lassen. Auf einer weiteren Spur haben wir einen Bass eingespielt. Und um diesen noch fetter klingen zu lassen, haben wir einen Synthesizer dasselbe Motiv eine Oktave höher spielen lassen. Mit einem Synthesizer haben wir Akkorde synchron zum Bass eingespielt. Ja, nachdem ich ein alter Daft Punk-Fan bin, haben wir noch einen Vocoder hinzugefügt. Nachdem SWR 3 nicht nur für elektronischen Sound, sondern vor allen Dingen auch für organischen Sound steht, haben wir mit einer akustischen Gitarre noch die Akkorde eingespielt. Dann haben wir mit einer elektrischen Gitarre sogenannte Single Notes aufgenommen. Neben coolen Beats und fesselnden Sounds braucht ein guter Track noch etwas ganz anderes. Die Melodie. Wir haben lange diskutiert, wie ein Melodieinstrument bei einem Morning Opener von SWR 3 klingen sollte und haben uns dann für Vocal Drops entschieden. Also kurze elektronische Phrasen, die elektronisch verfremdet und in der Tonhöhe angepasst werden. Im Intro, wo die Moderatoren angekündigt werden, haben wir noch eine sogenannte Showtreppe gemacht. Und dafür haben wir ein echtes Orchester aufgenommen. Und im Outro haben wir noch Gesang aufgenommen und da haben wir uns für Maria entschieden. An dieser Stelle noch ein großes Dankeschön an mein Team, das hier mitgearbeitet hat. Vorneweg an Robert Zimmer, der hier Wesentliches gemacht hat. An meinen Partner Peter Kent, aber vor allem auch an das Team von SWR 3. Ohne so eine gute Zusammenarbeit wäre so eine Produktion niemals möglich. Ja, und so klingt das alles zusammen. SWR 3, die Morning Show. Und hier sind Annetta Politi und Kemal Goga. Guten Morgen. Desinfektionsmittel, das neue Accessoire, das an unseren Handtaschen baumelt. Vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, hängt ja bei manchen Leuten so hinten am Rucksack dran, ne? Neuerdings. Warum das aber medizinisch Unsinn ist und warum das unseren Ängsten völlig egal ist, das nach zwei SWR 3 Hits. Mein Name ist Thomas Foster und das ist hier mein YouTube- bzw. Facebook-Channel Thomas Foster Musikproduktion, auf dem sich alles rund um das Thema Musikproduktion dreht. Hier findet ihr Tutorials für die wichtigsten Musikprogramme wie Ableton Live, Cubase, Logic und viele mehr, sowie die spannendsten Plugins. Wenn ihr zu der Produktion des SWR 3 Openers irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir diese einfach in die Kommentare. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniert bitte meinen Channel. Danke fürs Dabeisein und immer schön kreativ bleiben. Cheers!